Eine tödliche Explosion erschüttert ein Passagierflugzeug in 10.000 Meter Höhe. Eine Bombe ist an Bord explodiert. Bravo, Oscar Mike, bravo. Bei der Detonation wird ein Passagier getötet und das Flugzeug schwer beschädigt. Die Besatzung kämpft um das Leben von 293 Menschen. Nach dem Bombenattentat beginnt eine internationale Jagd auf die Täter. Inzwischen planen die Terroristen den nächsten Anschlag. Dezember 1994. Flug 434 der Philippine Airlines ist vor zwei Stunden gestartet und befindet sich auf der zweiten Etappe eines Routinefluges von Manila nach Tokio. Und ein ahnungsloser Passagier sitzt auf einer tickenden Bombe. Die Explosion an Bord setzt das Steuerungssystem außer Gefecht. Wenn der Pilot die Kontrolle über die Maschine nicht zurückgewinnen kann, wird der Jumbojet in den Pazifik stürzen. Hier flog 434 der Philippine Airlines. Eine Bombe ist an Bord explodiert. Bravo, Oscar, Mike, bravo. Die Bombe ist eine furchtbare Neuentwicklung eines technisch hochbegabten Terroristen. Da der Zeitzünder in einer Casio-Uhr versteckt war, konnte er nur schwer entdeckt werden. Das ist besorgniserregend. Doch es geht um mehr als um die Jagd nach dem Attentäter. Die Ermittlungen nach dem Anschlag enthüllen einen schockierenden Plan. Der Bombenanschlag auf Flug PAL 434 ist nur ein Test für Angriffe auf US-amerikanische Passagierflugzeuge. Eine Serie von Anschlägen, deren Ausmaß alles bisherige in den Schatten stellt. Dezember 1994, kurz vor Sonnenaufgang. Während die meisten Einwohner dieser 1,5 Millionen Stadt noch einige Stunden schlafen können, ist der 26-jährige Amaldo Forlani bereits aufgestanden. Forlani ist nicht sein wirklicher Name. Er dient nur als Deckname für die heutige Mission. Tatsächlich ist er Pakistani und nicht Italiener. Er unterzieht seine letzte Erfindung einem wichtigen Test. Jedes Detail muss stimmen. Als versierter Bombenbauer kann er sich bei seiner Tätigkeit keine Fehler erlauben. Er füllt die Bombe vorsichtig mit Flüssigsprengstoff. Seine Wohnung in der Innenstadt liegt nur 30 Minuten vom Flughafen entfernt. Nach seiner Ankunft hat er bis zum 5 Uhr Flug der Philippine Airlines noch reichlich Zeit. Bevor er an Bord geht, muss der Bombenattentäter die Sicherheitskontrolle am Flughafen überlisten. Die Bauteile seiner Bombe können von den Röntgenstrahl- und Metalldetektoren nicht aufgespürt werden. Das hofft er jedenfalls. Sein Ticket ist auf den Namen Amaldo Forlani ausgestellt. Er ist ein begabter Fälscher und hat sich einen italienischen Pass auf diesen Namen hergestellt. Sollte seine Tarnung auffliegen, wäre seine Karriere als weltweiter Terrorist beendet. Nachdem er die Bombe erfolgreich durch die Sicherheitskontrollen geschmuggelt hat, geht er an Bord der Philippine Airlines Maschine.
Das Endziel des Fluges PAL 434 ist Tokio. Das Flugzeug macht jedoch einen Zwischenstopp in der Stadt Cebu, 550 Kilometer südlich von Manila. Bis hierher wird der Attentäter heute fliegen. Meter und weiterhin klares Wetter. Danke, Dex. Ich schalte den Autopiloten ein. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän Ed Rice. Willkommen an Bord des Fluges 434. Wir fliegen von Manila südwärts nach Cebu und dann weiter zum Flughafen Narita, Tokio. Das Kommando auf Flug 434 hat Kapitän Ed Reyes, ein ehemaliger Luftwaffenpilot, der seit 9 Jahren für die Philippine Airlines fliegt. Unsere voraussichtliche Ankunftszeit ist 5.35 Uhr. Auf der ersten Etappe ist das Flugzeug beinahe leer und der Attentäter kann sich nach dem Start noch einmal umsetzen. Er wählt Sitz Nummer 26K, der sich gewöhnlich direkt über dem Treibstofftank der 747 befindet. Die Passagiere werden von der Flugbegleiterin Maria de la Cruz betreut. Seit einem Jahr arbeitet sie auf Inlandsflügen für Philippine Airlines. Hätten Sie gern Saft oder Kaffee? Saft, bitte. Jetzt sucht sich der Attentäter ein unbesetztes WC, um die Bombe zusammenzusetzen. Dies dauert nur Minuten, erfordert aber höchste Konzentration. Als letztes muss er die Schaltuhr einstellen. 4 Stunden nachdem er das Flugzeug verlassen hat, soll die Bombe explodieren. Er versteckt die Bombe in der Tasche der Rettungsweste unter dem Sitz. Dann setzt er sich auf einen anderen Platz. Als sie zurückkehrt, bemerkt Maria de la Cruz, dass der unruhige Passagier schon wieder seinen Sitzplatz gewechselt hat. Sie wird sich erinnern, dass er sein Frühstück nicht angerührt hat und dass es auf dem Flug keine weiteren besonderen Vorkommnisse gab. Während die 747 der Philippine Airlines zum Landeanflug auf Cebu ansetzt, warten am Boden weitere Passagiere darauf, für den Weiterflug nach Tokio an Bord zu gehen. Die Besatzung soll die Landung vorbereiten. Kabinentüren auf Automatik. PAL 434 landet um 6.50 Uhr in Cebu. Zahlreiche Passagiere verlassen die Maschine. Darunter auch der Attentäter, der sich Amaldo Forlani nennt. Auf Wiedersehen, danke. Auch Maria de la Cruz wird den Flug 434 verlassen. Ein neues Flugbegleiterteam übernimmt den 4,5 Stunden langen Flug nach Tokio. ...256 neue Fluggäste gehen an Bord der 747 aus Manila. Viele Passagiere sind Japaner. Unter ihnen befindet sich der 24-jährige Haruki Ikegami. Er freut sich auf die Rückkehr nach Tokio nach seiner ersten Überseereise. Durch eine Überlastung des Flughafens verzögert sich der Start um 38 Minuten. Doch die Zeitschaltuhr der Bombe unter Sitz 26K tickt weiter. 11. Dezember 1994, 8.30 Uhr morgens. Alle Passagiere des Fluges 434 der Philippine Airlines sind jetzt an Bord für den Weiterflug nach Tokio. Keiner von ihnen ahnt, dass ein Terrorist 2 Stunden zuvor unter einem Sitz eine Bombe deponiert hat. Flugbegleiter Fernando Bayo betreut auf diesem 4,5-Stunden-Flug die Fluggäste im vorderen Passagierraum.
Um 8.38 Uhr erhält PAL 434 Starterlaubnis. Im Cockpit wird Kapitän Ed Reyes vom ersten Offizier Jaime Herrera und dem Flugingenieur Dexter Commandandor unterstützt. Reyes und Commandandor sind beide ehemalige Militärpiloten. Haruki Ikigami hat sich auf den Platz 26K gesetzt. Hier hatte auf der ersten Flugetappe von Manila nach Cebu der Attentäter gesessen. Zahlreiche Passagiere sind Arbeitskollegen, die mit einer japanischen Reisegesellschaft fliegen. Darunter auch Keisuke Aoki und Masaharu Mochizuki. Nach dem Start schien alles normal zu sein. Wir flogen auf einer Höhe von 10.000 Metern. Ich las in einem Magazin. Dann wurde das Essen serviert. Nach der Mahlzeit schlief ich ein. Der 31 Jahre alte Yukihiko Usui ist den ganzen letzten Tag seiner Reise wach geblieben. Jetzt, nach dem Frühstück, will er noch kurz schlafen. Er sitzt in Reihe 27, eine Reihe hinter dem Sitz, den der Bombenattentäter vier Stunden zuvor verlassen hat. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. In Tokio erwartet uns schönes Wetter. Es ist sonnig bei 26 Grad. Wir werden voraussichtlich in 2 Stunden auf dem Flughafen Narita landen. 2 Stunden nach dem Start befindet sich Flug 434 mit eingeschaltetem Autopiloten in 10.000 Meter Höhe über der Insel Minami-Daito im südlichen Japan. Um die Arbeit des Piloten zu erleichtern, bleibt der Autopilot während des Fluges eingeschaltet. Er sorgt für die richtige Flughöhe und Richtung. Herr, vergib mir. Das war mein Gedanke. Herr, vergib mir. Ich muss jetzt wohl sterben. Dann musste ich das Nötige tun. Ich habe die Kontrolle über die Steuerung verloren. Dex, prüfen Sie den Druckverlust. Bereiten Sie alles vor. Obwohl der Autopilot sofort die Kurvenneigung der 747 nach rechts ausgleicht, zeigt die Explosion immer noch Nachwirkungen. Ich wurde von einem lauten Knall geweckt. Ich spürte, wie sich das Flugzeug durch den Druck ausdehnte und sah Rauch und Trümmerteile, die wie Pulver herabregneten. Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Die Verletzten versuchten, den Bereich der Explosion zu verlassen. Ich stand auf und sah, dass viele bluteten. Ich dachte, mein Leben wäre zu Ende. Bleiben Sie sitzen! Die Flugbegleiter müssen zunächst verhindern, dass die Passagiere ihre Sitzplätze verlassen. Yukihiko Usui sitzt in der Reihe unmittelbar hinter dem Sitz, unter dem die Bombe explodiert. Er erleidet schwere Verletzungen an beiden Beinen. Der Flugbegleiter Fernando Bayo bringt ihn von seinem Sitzplatz fort in Sicherheit. Wir brauchen hier eine Decke. Bitte bleiben Sie sitzen und schnallen Sie sich an. Bayo kümmert sich nun um Haruki Ikigami. Dieser steckt in einem rauchenden Loch, genau an der Stelle, an der sich vorher Platz 26K befand. Ich sah diesen Mann. Nur sein Kopf und seine Arme ragten noch aus dem Loch hervor. Also versuchte ich, ihn herauszuziehen. Nachdem er verzweifelt versucht, ihn herauszuziehen, muss Bayo feststellen, dass Ikigamis Körper zur Hälfte fehlt. Er stirbt in wenigen Minuten. Die Besatzung will verhindern, dass Ikigamis Tod eine Panik unter den Passagieren verursacht. Daher täuschen sie vor, ihm noch zu helfen. Dann erstattet Bayo dem Kapitän Bericht. Kapitän? In Ordnung. Beruhigen Sie die Passagiere und sorgen Sie dafür, dass sie auf ihren Plätzen bleiben. In Reihe 26 hat es eine Explosion gegeben. Es gibt einen Toten und zahlreiche Verletzte. Viel Rauch. Der Boden hat ein Loch. Schauen Sie nach, Dex. Jawohl.
Reyes größte Sorge ist, dass die Explosion ein Loch in die Außenhaut des Flugzeugs gerissen hat. Dies würde zu einem sofortigen Druckabfall in der Kabine führen und eine Notlandung erzwingen. There was a huge gaping hole beside her and if a small... Da war ein großes klaffendes Loch. Schon ein Riss erst recht, aber ein Loch in der Außenhaut des Flugzeuges würde sich schnell vergrößern und uns aus dem Innenraum herausziehen. Als ich gesehen hatte, dass die Außenhaut nicht beschädigt war, meldete ich dies dem Kapitän. Wir nahmen an, dass das Drucksystem halten würde. Sofort nach der Explosion schlägt der Steuerknüppel des Co-Piloten nach rechts und das Flugzeug neigt sich sofort in diese Richtung. Der Autopilot korrigiert die Abweichung sofort. Doch bald muss Reyes feststellen, dass die Steuerung nach der Explosion ausgefallen ist. Ich sagte mir, gut, dann bringe ich das Flugzeug eben mit dem Autopiloten wieder in die richtige Position. Doch es reagierte nicht. Ich konnte es weder auf- noch abwärts bewegen. Mir wurde klar, dass wir ein Problem hatten. Doch Reyes hat noch weitere Schwierigkeiten. Ein Passagier braucht dringend ärztliche Hilfe. Bis nach Tokio sind es immer noch 2,5 Stunden. Reyes entscheidet, auf dem Flughafen Naha auf der japanischen Insel Okinawa zu landen, etwa 74 Kilometer westlich. Der Co-Pilot soll einen Notruf senden. Flughafen Naha, PAL 434. Wir haben einen schweren Notfall. An Bord sind Verletzte. Erbitten die Freigabe für eine Notlandung in Naha. Bitte stellen Sie alle Rettungsmittel bereit. PAL 434, hier ist Naha. Bitte wiederholen Sie. Naha PAL 434, schwerer Notfall, Verletzte nach Explosion an Bord. Erbitten Freigabe für Notlandung in Naha. Bitte stellen Sie alle Rettungsmittel bereit. Der japanische Fluglotse versteht den Notruf nicht sofort. Naha, Naha, Naha. Hier Philippine Airlines 434, Flughöhe 10.000 Meter. Eine Bombe ist an Bord explodiert. Bravo, Oscar Mike, Bravo. Bombenexplosion. Erbitten Landeerlaubnis für Notlandung in Naha. And there was silence. Dann war alles still. Wenig später meldete sich ein amerikanischer Fluglotse. Okay, Philippine 434, ich übernehme. Der amerikanische Fluglotse befindet sich auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Okinawa. Drehen ab, nach links in Richtung... Ich rief, nein, wir können jetzt nicht beidrehen. Wir werden Ihnen mitteilen, wenn wir auf Kurs in Richtung Naha sind. Wir haben Probleme mit der Steuerung. Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir werden vorzeitig auf dem Flughafen Naha in Okinawa landen. Und das so bald wie möglich. Bitte bleiben Sie sitzen und schnallen Sie sich an. Doch in Naha zu landen ist leichter gesagt als getan. Der Autopilot reagiert nicht auf Reyes Befehle und Flug PAL 434 fliegt geradewegs an Okinawa vorbei. Kapitän Reyes muss für eine Landung die Kontrolle über die Steuerung zurückgewinnen. Wenn er jedoch den Autopiloten wieder abkoppelt, könnte das Flugzeug völlig außer Kontrolle geraten. Gut. Lassen Sie die Gurtleuchten eingeschaltet. Ohne den Autopiloten könnten wir die Kontrolle verlieren. Seien Sie darauf vorbereitet. Weil der Autopilot auf keine meiner Eingaben reagierte, hatte ich Angst, ihn abzuschalten. Das Flugzeug hätte sich plötzlich in eine unkontrollierte Rechtskurve neigen können. The aircraft might make a sudden bang to the right that we might not be able to control. Auf drei schalte ich den Autopiloten ab. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, Klick. Doch nichts passierte. Und wir waren erleichtert. Ich kann nicht steuern. Die Explosion scheint das Seitenruder verklemmt zu haben. Dex, was sagt das Handbuch über verklemmte Seitenruder? Das Handbuch ist die Bibel der Piloten. Darin sind Maßnahmen für Notfälle aufgelistet. Verklemmte Steuerung? Gehen Sie auf maximalen Schub, wenn nötig, mit beiden Piloten. Gut. Versuchen wir es. Reyes versucht mit aller Kraft, das Flugzeug mittels der Querruder zu wenden. Doch seit der Explosion kann er nur geradeaus fliegen. Die Querruder reagieren nicht. Ich kann den Kurs nicht korrigieren.
Gut. Schalten Sie den Autopiloten wieder ein, während ich weitere Möglichkeiten prüfe. Die Landung dauert viel länger als angekündigt. Man sagte uns, dass es nur etwa 20 Minuten dauern würde. Doch bis zum Landeanflug verging noch eine Stunde. Wir bekamen Angst. Obwohl sie die Explosion überlebt haben, fürchten die Passagiere jetzt, dass eine sichere Landung in Naha nicht gelingen könnte. Weil wir vor der Landung noch so viel Zeit hatten, schrieb ich meinen letzten Willen. Ich richtete ihn an meinen Sohn und schrieb ihm, dass er stark sein solle. Als Flug PAL 434 droht, den Flughafen Naha zu verfehlen, fasst Reyes einen neuen Entschluss. Wir müssen wenden und den Schub für die einzelnen Triebwerke anpassen. Schalten Sie den Autopiloten ab und drosseln Sie 3 und 4. Kapitän Reyes verstärkt den Schub für die linken Triebwerke und verringert gleichzeitig die Leistung der rechten. Langsam neigt sich die 747 in eine Rechtskurve. Dann drosselt er die Geschwindigkeit, um den Kurvenradius zu verringern. Er hofft, durch dieses Manöver und mit Hilfe der Flugleitzentrale die Landebahn in Naha zu erreichen. Während wir also mit geringer Geschwindigkeit hinuntergingen, versuchte ich noch einmal die Steuerung zu betätigen. Sie reagierte ein wenig. Querruder beginnt zu reagieren. Das Querruder lässt das Flugzeug auf- und absteigen. 250 Knoten, Klappen 1, halten Geschwindigkeit. Um sicher zu landen, muss Reyes zumindest eine minimale Kontrolle über das Höhenleitwerk und Querruder erlangen. Als PAL 434 sich Naha nähert, verlangsamt er den Flug noch weiter. Klappen 10. Klappen 10. Geschwindigkeit 225. Gut, wir wenden. Kapitän, um langsamer zu werden, sollten wir unser Gewicht reduzieren. Ich schlage vor, Treibstoff abzulassen. Okay. Reyes weist den Flugingenieur an, 36 Tonnen Treibstoff abzulassen. Dadurch werden Fahrwerk und Bremsen bei der Landung weniger belastet. Als ich die Rauchschweifen hinter beiden Flügeln sah, bekam ich große Angst. Dort brannte etwas und vielleicht würde es noch eine Explosion geben. Als die Landung näher rückt, fürchtet Reyes, dass die Bombe noch weitere, bisher unentdeckte Schäden am Flugzeug verursacht hat. Ich bin nicht sicher, ob unser Fahrwerk das aushalten wird. Schnallen Sie sich an. Ich informiere den leitenden Flugbegleiter. Daraufhin sprach er mit dem leitenden Flugbegleiter. Er teilte ihm mit, dass das Fahrwerk möglicherweise nicht ausfahren würde. Für den Fall, dass es bei der Landung bricht, sollten Sie die Evakuierung vorbereiten. Entweder wir würden es schaffen oder sterben. Wir konnten nichts mehr tun. Landebahn in Sicht. Da er nur noch eine minimale Kontrolle über das Flugzeug hat, wird diese Landung die größte Herausforderung in Kapitän Reyes Laufbahn. Zehntausend Meter über dem Pazifik zerstört die Bombe eines Terroristen die Steuerung einer Boeing 747 auf dem Flug von den Philippinen nach Tokio. Flug PAL 434 setzt zur Notlandung an und 292 Menschen an Bord setzen alle Hoffnungen auf die Flugkünste von Kapitän Ed Reyes. Jeder an Bord hatte Angst, das weiß ich. Fahrwerk ausfahren. Das Fahrwerk braucht nur Sekunden zum Ausfahren. Doch das waren lange Sekunden. Wir warteten auf die grüne Anzeige. Das dauerte. Es dauerte lange. Doch dann fuhr das Fahrwerk aus. 3 Anzeigen auf grün, Kapitän. Ich schalte den Autopiloten ab und lande selbst. In Ordnung? Decks, überprüfen Sie die Sinkrate, Höhe und Geschwindigkeit. Klappen 30. 165 Meter. Halten Kurs. Eingestellt. Helfen Sie mir mit dem Höhenruder. Wenn ich sage drücken, dann drücken Sie bitte. In Ordnung, 60 Meter leicht links. Drücken. 30. 15. 10. Schub abschalten. 10. Ihr letztes Kommando war ziehen. Ja. Das war mein letztes Kommando. Ich wollte vor allem den Schub ganz wegnehmen, denn die Maschine hätte seitlich ausbrechen können. Und ich wollte, dass wir auf der Landebahn bleiben. Ja.
Meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Geduld. Die Rettungskräfte sind unterwegs. Wir werden sie so schnell wie möglich hier herausbringen. Vielen Dank. Die 747 der Philippine Airlines ist nun als Tatort der japanischen Justiz unterstellt. Die Ermittler der Kriminalpolizei Okinawa richten ihre Aufmerksamkeit zunächst auf den Toten auf Platz 26K. Der Pathologe findet 94 Splitter, die bei der Explosion in Ikigamis Gesäß gedrungen sind. Er hat dabei schwere innere Verletzungen erlitten und viel Blut verloren. Doch bei aller Tragik hätte der Anschlag weit schlimmere Folgen haben können. Wenn die Explosion sich seitlich ausgebreitet hätte, hätte sie ein Loch in die Außenhaut der 747 gerissen, was zu einem Druckabfall geführt hätte. Glücklicherweise gab es eine vertikale Druckwelle. Dennoch muss man natürlich an das Opfer denken. Sein Tod rettete uns das Leben. Ikigamis Körper hat den Druck der Explosion aufgefangen. Doch die Stahlseile in der Decke, die das Seiten- und Höhenruder steuern, sind verklemmt. Durch den Druck ist auch das Stahlseil zum Querruder am rechten Flügel beschädigt, mit dem der Co-Pilot den Kurvenflug steuert. Der Druck nach unten hat ein Loch in den Boden gerissen. Dabei hätten sich die Gase im mittleren Treibstofftank entzünden können und es hätte eine katastrophale Explosion gegeben. Doch zum Glück befand sich der Sitz 26K bei dem Flug am 11. Dezember nicht unmittelbar über dem Tank. Fortunately for us, we took a different version. Zum Glück flogen wir an diesem Tag die SAS-Version der Boeing 747. Und bei diesem Typ befindet sich der betreffende Sitz zwei Reihen vor dem mittleren Tank. Die forensischen Ermittler machen sich sofort an die Arbeit. Sie sammeln Beweismaterial am Ort der Explosion. Sie beginnen mit den größten Trümmerteilen, um sich dann zu den kleinsten vorzuarbeiten. Diese werden mit einem Staubsauger eingesammelt. Die japanischen Ermittler können den Zünder der Bombe nicht finden. Doch durch das Herausfiltern von Metall, Kunststoff und Elektrodrahtresten, die nicht zum Flugzeug gehören, kann die Bombe Stück für Stück rekonstruiert werden. Einer der Ermittler kann den Zeitzünder identifizieren. Nach dem Zusammensetzen zahlreicher verbrannter Teilchen stellt er fest, dass dieser in einer präparierten Armbanduhr eingebaut war. Sie entdecken außerdem, dass eine der 9-Volt-Batterien in der Bombe nur auf den Philippinen verkauft wird. Dadurch erhärtet sich der Verdacht, dass der Attentäter von dort aus operiert. Der stellvertretende Leiter der philippinischen Polizei, Sonny Raisen, übernimmt den Fall. Der Geheimdienst hatte uns bereits im Herbst 1994 informiert, dass sich Personen aus dem Nahen Osten auf den Philippinen aufhielten. In der Nacht zum 6. Januar 1995, fast vier Wochen nach dem Bombenattentat an Bord von PAL 434, kann die philippinische Polizei einen Ermittlungserfolg verbuchen. In seiner Wohnung in Manila will der Attentäter mit Hilfe eines Komplizen die neue, unauffindbare Bombe massenweise herstellen. Ein Versuch, Chemikalien zu verbrennen, misslingt. Beißender Rauchgeruch dringt aus der Wohnung. Dies erregt die Aufmerksamkeit des Pförtners, der wissen will, was vor sich geht. Was machen Sie hier? Wir haben nur mit Feuerwerkskörpern herumgespielt. Es ist alles in Ordnung, wir haben sie gelöscht. Die Fenster sind geöffnet und die Türen geschlossen. Ist das gut so? Öffnen Sie die Tür. Wenn wir die Tür öffnen, dringt der Rauch in den Korridor. Wenn wir sie geschlossen halten, zieht er aus dem Fenster. Es ist alles in Ordnung. Bis sich der Rauch verzogen hat, warten die Attentäter vor der Wohnung. Doch der Pförtner ist von ihrer Geschichte nicht überzeugt und ruft die Feuerwehr sowie die Polizei.
Als die Feuerwehr eintrifft, hat sich der Rauch verzogen und nach einer kurzen Prüfung rückt sie wieder ab. Dem Attentäter fällt ein, dass er etwas sehr Wichtiges vergessen hat. Er überredet seinen Komplizen, den Laptop aus der Wohnung zu holen. Er war zu gerissen, um selbst dorthin zurückzugehen und sich zu zeigen. Er wusste, dass er dann vielleicht ertappt worden wäre. Die Furcht des Attentäters ist gerechtfertigt. Als die Kommissarin Aida Fariskal erfährt, dass die Verdächtigen aus Pakistan stammen, besteht sie darauf, deren Zimmer selbst zu untersuchen. Die Polizei in Manila ist wegen eines unmittelbar bevorstehenden Papstbesuches alarmiert. Was Kommissarin Fariskal dort findet, bestätigt ihre schlimmsten Vermutungen. Sieh da, stopp! Verwirrt durch den Schuss stolpert der Komplize über eine umgestürzte Palme. Der Polizist bemerkt, dass er keine Handschellen dabei hat, doch der Pförtner improvisiert mit den Zugbändern seiner Windjacke. Inzwischen taucht der Attentäter unter. Einer der ersten leitenden Beamten, die bei der Wohnung ankommen, ist Sonny Raisin. Der Zwischenfall im Don Josefa Apartment zeigte uns, dass die Terroristen von Al-Qaida schon hier bei uns, auf den Philippinen, operierten. Die philippinische Polizei weiß, dass sie auf eine große Sache gestoßen ist und informiert Interpol, Scotland Yard und das FBI. Als die Nachricht von dem Anschlag die Sondereinheit zur Terrorabwehr in New York erreicht, ist der FBI-Agent Frank Pellegrino sofort alarmiert. Bereits seit 2 Jahren jagt er einen Terroristen namens Ramzi Youssef und die Beschreibung passt auf ihn. Wir hatten ihn schon seit 1993 im Visier. Zu diesem Zeitpunkt war er der meistgesuchte Terrorist. Die philippinische Polizei durchkämmt die Wohnung und findet noch mehr Beweismaterial, das Youssef mit dem Anschlag auf Flug PAL 434 in Verbindung bringt. Die Uhren, die wir in der Wohnung fanden, ähnelten der Uhr, die in Okinawa benutzt wurde. Als wir den Zeitzünder vom Flug 434 zusammengesetzt hatten, waren wir sehr erstaunt, dass es sich um eine Casio-Armbanduhr handelte. Youssef ist ein talentierter Fälscher. Die Ermittler entdecken neben zahlreichen Ausweisen mit verschiedenen Namen auch Fotos, auf denen er immer anders aussieht. Ein Ausweis ist besonders interessant. Es erschien uns wie ein Hinweis, denn das Ausstellungsdatum des Ausweises war identisch mit dem Tag des Bombenanschlags auf das World Trade Center. Wir wussten sofort, dass Youssef in dieser Wohnung gewesen war. Sie kannten sich mit Chemikalien aus. Das Chemielexikon war oft benutzt worden. Es gab viele Unterstreichungen und Anmerkungen. Er hat es sehr oft benutzt. Man fand auf den Seiten etwa 100 Fingerabdrücke von Youssef. Auch mit Elektronik kannten sie sich aus. Sie hatten den Zünder auf eine sehr raffinierte Weise in der Casio-Uhr versteckt. Die Identifizierung des Attentäters und die Entdeckung seiner Bombenfabrik versetzt die Verantwortlichen für die Sicherheit von Passagierflügen in Aufruhr. Ramzi Youssef ist ein international gesuchter Terrorist, der genau weiß, wie man Bomben durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen bringt. Seine Bomben sind klein, können aber am richtigen Ort einen Jumbojet explodieren lassen und damit hunderte Menschen töten. Und der Attentäter von Flug PAL 434 ist noch immer auf freiem Fuß.
Die philippinische Polizei ist auf das Versteck eines international gesuchten Terroristen gestoßen. Das FBI identifiziert ihn als Ramzi Youssef. Der Hinweis, dass Amaldo Forlani, der Attentäter von Flug PAL 434, identisch ist mit Ramzi Youssef, kommt von dem Reisebüro, das ihm die Tickets für die Philippine Airlines verkaufte. Ramzi Youssef ist nur einer der zahlreichen Namen, die der vom FBI meistgesuchte Mann verwendet. Auf Hinweise für die Ergreifung des international gesuchten Terroristen ist eine Belohnung von 2 Millionen Dollar ausgesetzt. Youssefs wirklicher Name lautet wahrscheinlich Abdul Karim Bazet. Er ist in Kuwait geboren und aufgewachsen, wo sein Vater als Ingenieur arbeitete. Dort lernte er auch seinen Freund kennen, der ihm beim Bombenbau in Manila half. Als er 18 Jahre alt war, kehrte Youssefs Familie in ihre pakistanische Heimat zurück. Youssef heiratete und hatte zwei Kinder. Kurz nach der Rückkehr schickte ihn seine Familie zum Studium nach Großbritannien. Er studierte sowohl Ingenieurwesen als auch Computertechnik und er war sehr talentiert. Während der 80er Jahre kehrt Youssef in den Sommerferien regelmäßig nach Pakistan zurück. Er nutzt seine Ingenieursausbildung, um in Ausbildungslagern im pakistanischen Peshawar Untergrundkämpfer im Bombenbau zu unterrichten. Diese Lager sind ein wichtiger Treffpunkt für Terroristen aus aller Welt. September 1992. Youssef fliegt nach New York, um einen groß angelegten Terroranschlag zu verüben. Bei seiner Ankunft auf dem John F. Kennedy Flughafen legt er einen gefälschten irakischen Pass vor. Er bittet um politisches Asyl und behauptet, er werde vom Regime Saddam Husseins verfolgt. Tatsächlich wird ihm die Einreise gewährt. Sechs Monate später, am 2. Februar 1993, explodiert in der Tiefgarage des World Trade Centers eine der größten selbstgebauten Bomben in der amerikanischen Geschichte. Dabei kommen sechs Menschen ums Leben und Hunderte werden verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Millionen Dollar. An diesem Abend befindet sich Youssef auf dem Rückflug nach Pakistan. Er war ständig in Bewegung und wollte aktiv werden. Er war mit dieser einen erfolgreichen Aktion noch nicht zufrieden. 18 Monate nach dem ersten Anschlag auf das World Trade Center fliegt Youssef nach Manila, um die Bombe für den Flug PAL 434 zu präparieren. Nach Ansicht von Sonny Raisin ist die philippinische Hauptstadt der ideale Aufenthaltsort für ihn. Ramzi Youssef loved to enjoy life. He is a ladies man. Ramzi Youssef genoss sein Leben. Die Frauen liebten ihn. Er hatte viele Freundinnen, ging gern auf Partys und trank viel. Er liebte das Leben. Terroristen sind ganz gewöhnliche Menschen. Der nette Nachbar von nebenan. Nach dem Bombenattentat auf Flug PAL 434 holt Youssef seinen Jugendfreund Abdul Hakim Murad als Komplizen nach Manila. Doch am 6. Januar 1995, zwei Wochen nach seiner Ankunft, wird Murad festgenommen und in der philippinischen Polizeizentrale verhört. Es dauert 67 Tage, um herauszufinden, wie Youssef das Attentat geplant hatte. Er machte einen sehr willensstarken und entschlossenen Eindruck. Anfangs hielt er dem Verhör auch noch stand. Erst als ein FBI-Team weitere Hinweise lieferte, begann er zu reden. An Bord des Fluges PAL 434 wurden winzige Sprengstoffspuren gefunden. Murad gesteht schließlich, dass Youssef flüssiges Nitroglycerin verwendet hat. Die Substanz habe er in einer Flasche für Kontaktlinsenflüssigkeit versteckt. Murad sagt weiterhin aus, dass Youssef die möglicherweise verdächtigen Bestandteile der Bombe in den Absätzen seiner Schuhe transportiert habe. Die meisten Sicherheitssysteme an Flughäfen spüren Metall nur oberhalb der Knöchel auf. Er handelte äußerst abgebrüht. Es gehört einiges dazu, solchen Sprengstoff und die Chemikalien an Bord eines Flugzeugs zu schmuggeln, vor allem das Nitroglycerin. Dafür muss man schon ein wenig verrückt sein. Give you all nuts.
Murats Geständnis enthüllt genau, wie Yusuf weiter vorging, nachdem er die Bombenteile am Sicherheitspersonal vorbeigeschleust hatte. Hätten Sie gern Saft oder Kaffee? Saft, bitte. Yusuf hat den Sprengsatz so konstruiert, dass die unverdächtig erscheinenden Bestandteile schnell in eine tödliche Bombe verwandelt werden können. Er hat eine Armbanduhr zur Schaltuhr umgebaut. Diese ist durch ein Kabel mit dem Zünder in der Flasche mit Nitroglycerin verbunden. Zwei 9-Volt-Batterien liefern Strom an den freigelegten Draht einer Glühbirne. So entsteht der Zündfunke für die Explosion. Yusuf stellt den Auslöser über die Alarmfunktion auf 4 Stunden ein. Dann müsste die 747 genau über den Pazifik fliegen. Yusuf versteckt die Bombe in der Tasche der Rettungsweste unter seinem Sitz. Es ist eher unwahrscheinlich, dass das Bodenpersonal diese während des Zwischenstopps in Cebu durchsucht. Wenig später verlässt er das Flugzeug und verschwindet. Vier Stunden später versetzt die Zeitbombe unter Sitz 26K die zivile Luftfahrt in Aufruhr. Eine neue Phase des Terrorismus hat begonnen. Murats Geständnis bestätigt Pellegrinos Verdacht. Ein solch ausgefeilter Plan passt genau zu Ramzi Yusufs Vorgehensweise. Doch Pellegrino ist schockiert über Murats Aussage, dass der Anschlag auf Flug PAL 434 nur ein Test gewesen sei für ein weitaus schrecklicheres Attentat mit tausenden toten Flugzeugpassagieren. Ein technisch ausgebildeter Terrorist, Ramzi Yusuf, hat an Bord eines Passagierflugzeugs einen neuen Bombentyp gezündet. Das FBI findet heraus, dass er plant, noch mehr Flugzeuge zu sprengen. Und der Attentäter ist noch nicht gefasst. Ermittler des FBI finden in versteckten Dateien auf seinem Computer Beweise für Yusufs detailgenaue Planung. Er hatte seinen Komplizen dringend gebeten, den Laptop zu suchen. Der Laptop, den wir in der Josefa-Wohnung fanden, enthielt einen Plan. Demzufolge sollten 5 verschiedene Personen, deren Namen ungenannt blieben, unter falschem Namen an Bord von 3 weiteren Flugzeugen gehen. Mindestens 2 von ihnen sollten jeweils Bomben an Bord deponieren und dann nach Hause zurückkehren. Alle Bomben sollten innerhalb von 6 Stunden zünden. All bombs would go off within about a 6-hour time period. Any more than one would have been. Sollte auch nur einer dieser Anschläge glücken, wäre es für Yusuf ein Erfolg gewesen und viele Menschen hätten für lange Zeit in Angst leben müssen. I think it would have scared a lot of people for a long time. Der Plan mit dem Codenamen Bojinka auf Yusufs Laptop ist gerade noch rechtzeitig entdeckt worden. Es war beabsichtigt, Bombenanschläge auf 12 US-amerikanische Passagierflugzeuge zu verüben. Dabei sollten 4000 Passagiere getötet werden. Yusufs Terrorfeldzug gegen die Fluglinien sollte weniger als 2 Wochen nach der Entdeckung seiner Bombenfabrik in Manila beginnen. Zu diesem Zeitpunkt kommen Pellegrino und das FBI-Team auf den Philippinen an. Yusuf ist längst untergetaucht. Wir hatten also unsere Chance verpasst und waren sehr besorgt. Doch wir kannten genügend Fälle, in denen jemand untergetaucht war. Jeder will irgendwann einmal nach Hause. Also konzentrierten sich die Ermittlungen vor allem auf Pakistan. Das FBI startet sofort eine öffentliche Kampagne in Pakistan und setzt eine Belohnung von $2 Millionen für Hinweise auf Yusufs Ergreifung aus. Mit Erfolg. Der Mann, den Yusuf zuletzt als Komplizen angeworben hat, verrät ihn.
Gerade als Yusuf sein Hotel in Islamabad verlassen will, greift ein pakistanisches Sondereinsatzkommando zu. In Yusufs Wohnung werden Flugpläne von Delta und American Airlines gefunden, ebenso wie in Kinderspielzeug versteckte Bombenteile. Der Informant erhält für seinen Hinweis 2 Millionen Dollar Belohnung, da Yusuf so von weiteren Terroranschlägen abgehalten werden kann. Er war geschockt, denn er hatte nicht mit seiner Festnahme gerechnet. Er war sehr selbstbewusst und glaubte nicht, dass wir ihn jemals erwischen könnten. Nur Stunden nach seiner Festnahme wird Yusuf von Pakistan an die USA ausgeliefert und an Bord eines Flugzeuges der US-Regierung gebracht. Die philippinische und die japanische Regierung stimmen zu, dass Yusuf in New York vor Gericht gestellt wird. Dort wird er wegen der Anschläge auf Flug PAL 434 und das World Trade Center im Jahr 1993 angeklagt. In einem Autokonvoi der örtlichen und der Bundespolizei wird Ramzi Ahmed Yusuf nach New York überführt. In dieser Mittwochnacht endete die weltweite Jagd auf den Terroristen. Er war am Dienstag in Pakistan von örtlichen Beamten verhaftet worden. Das FBI brachte ihn an Bord eines amerikanischen Flugzeugs zurück. Wegen der Bedrohung durch andere Terroristen unterliegt seine Haftüberführung höchsten Sicherheitsmaßnahmen. Bei seiner Verhandlung ein Jahr später vor einem New Yorker Gericht übernimmt Yusuf seine Verteidigung selbst, obwohl ihm der Richter davon abrät. Er tritt besser auf als erwartet, doch wird er in allen Punkten für schuldig befunden. Das Bombenattentat auf Flug PAL 434, wie auch die geplanten Anschläge auf 12 weitere amerikanische Passagierflugzeuge. Yusuf wird in einer zweiten Verhandlung auch wegen seiner Beteiligung an dem Bombenanschlag auf das World Trade Center verurteilt. In seinem Schlussplädoyer rechtfertigt Yusuf seine Taten. Ja, ich bin Terrorist und stolz darauf. Ich unterstütze nur Terror, der sich gegen die USA und Israel richtet. Denn ihr seid schlimmer als Terroristen. Obwohl er Pakistani ist, bezeichnet sich Yusuf als Wahlpalästinenser. Er rechtfertigt den Anschlag auf Flug PAL 434 und auf das World Trade Center als Bestrafung für eine US-amerikanische Außenpolitik, die Israel gegenüber Palästina bevorteile. Für beide Verbrechen wird er zu insgesamt 240 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Richter ordnet lebenslange Einzelhaft im bestbewachten Hochsicherheitsgefängnis der USA in Florence, Colorado an. Hier sitzen die gefährlichsten Gewalttäter des Landes ein. Yusuf wird den Rest seines Lebens in einer Zelle verbringen, 23 von 24 Stunden am Tag. Wir dürfen uns nach der Verhaftung von Ramzi Yusuf nicht einfach auf unseren Lorbeeren ausruhen. Sicher hat schon ein Nachfolger seinen Platz eingenommen. Er arbeitet wahrscheinlich schon an einem Plan, wie er unsere Sicherheitsmaßnahmen aushebeln kann. Im Jahr nach Yusufs Anschlag auf Flug 434 führte die US-amerikanische Flugsicherheitsbehörde einen Sprengstoffdetektor ein. Doch keine einzige amerikanische Fluglinie kaufte ihn. Erst nach den Anschlägen vom 11. September wird ein Gesetz verabschiedet, das Sprengstoffdetektoren an amerikanischen Flughäfen vorschreibt. Doch die zuverlässigsten Modelle sind sehr teuer oder zu langsam und werden daher nicht flächendeckend eingesetzt. Wie sagt man? Wir müssen in 100 von 100 Fällen Erfolg haben. Ein Terrorist jedoch nur einmal. Obwohl es seit dem Flug 434 kein erfolgreiches Bombenattentat auf ein Passagierflugzeug mehr gegeben hat, sollte man für die Zukunft Lehren aus dem Anschlag ziehen. Nach dem Anschlag enthüllen einen schockierenden Plan. Der Bombenanschlag auf Flug PAL 434 ist nur ein Test für Angriffe auf US-amerikanische Passagierflugzeuge. Eine Serie von Anschlägen, deren Ausmaß alles bisherige in den Schatten stellt. Elfter Dezember 1994, kurz vor Sonnenaufgang.
Während die meisten Einwohner dieser 1,5 Millionen Stadt noch einige Stunden schlafen können, ist der 26-jährige Amaldo Forlani bereits aufgestanden. Forlani ist nicht sein wirklicher Name. Er dient nur als Deckname für die heutige Mission. Tatsächlich ist er Pakistani und nicht Italiener. Er unterzieht seine letzte Erfindung einem wichtigen Test. Jedes Detail muss stimmen. Als versierter Bombenbauer kann er sich bei seiner Tätigkeit keine Fehler erlauben. Er füllt die Bombe vorsichtig mit Flüssigsprengstoff. Seine Wohnung in der Innenstadt liegt nur 30 Minuten vom Flughafen entfernt. Nach seiner Ankunft hat er bis zum 5 Uhr Flug der Philippine Airlines noch reichlich Zeit. Bevor er an Bord geht, auf der ersten Etappe ist das Flugzeug beinahe leer und der Attentäter kann sich nach dem Start noch einmal umsetzen. Er wählt Sitz Nummer 26K, der sich gewöhnlich direkt über dem Treibstofftank der 747 befindet. Die Passagiere werden von der Flugbegleiterin Maria de la Cruz betreut. Seit einem Jahr arbeitet sie auf Inlandsflügen für Philippine Airlines. Hätten Sie gern Saft oder Kaffee? Saft, bitte. Jetzt sucht sich der Attentäter ein unbesetztes WC, um die Bombe zusammenzusetzen. Dies dauert nur Minuten, erfordert aber höchste Konzentration. Als letztes muss er die Schaltuhr einstellen. 4 Stunden nachdem er das Flugzeug verlassen hat, soll die Bombe explodieren. Er versteckt die Bombe in der Tasche der Rettungsweste unter dem Sitz. Dann setzt er sich auf einen anderen Platz. Als sie zurückkehrt, bemerkt Maria de la Cruz, dass der unruhige Passagier schon wieder seinen Sitzplatz gewechselt hat. Sie wird sich erinnern, dass er sein Frühstück nicht angerührt hat und dass es auf dem Flug keine weiteren besonderen Vorkommnisse gab. Während die 747 geht, muss der Bombenattentäter die Sicherheitskontrolle am Flughafen überlisten. Die Bauteile seiner Bombe können von den Röntgenstrahl- und Metalldetektoren nicht aufgespürt werden. Das hofft er jedenfalls. Sein Ticket ist auf den Namen Amaldo Forlani ausgestellt. Er ist ein begabter Fälscher und hat sich einen italienischen Pass auf diesen Namen hergestellt. Sollte seine Tarnung auffliegen, wäre seine Karriere als weltweiter Terrorist beendet. Nachdem er die Bombe erfolgreich durch die Sicherheitskontrollen geschmuggelt hat, geht er an Bord der Philippine Airlines Maschine. Das Endziel des Fluges PAL 434 ist Tokio. Das Flugzeug macht jedoch einen Zwischenstopp in der Stadt Cebu, 550 Kilometer südlich von Manila. Bis hierher wird der Attentäter heute fliegen. Das 3300 Meter und weiterhin klares Wetter. Danke, Dex. Ich schalte den Autopiloten ein.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier spricht Ihr Kapitän Ed Rice. Willkommen an Bord des Fluges 434. Wir fliegen von Manila südwärts nach Cebu und dann weiter zum Flughafen Narita, Tokio. Das Kommando auf Flug 434 hat Kapitän Ed Reyes, ein ehemaliger Luftwaffenpilot, der seit 9 Jahren für die Philippine Airlines fliegt. Unsere voraussichtliche Ankunftszeit ist 5.35 Uhr. Neben der Philippine Airlines zum Landeanflug auf Cebu ansetzt, warten am Boden weitere Passagiere darauf, für den Weiterflug nach Tokio an Bord zu gehen. Die Besatzung soll die Landung vorbereiten. Kabinentüren auf Automatik. PAL 434 landet um 6.50 Uhr in Cebu. Zahlreiche Passagiere verlassen die Maschine. Darunter auch der Attentäter, der sich Amaldo Forlani nennt. Auf Wiedersehen, danke. Auch Maria de la Cruz wird den Flug 434 verlassen. Ein neues Flugbegleiterteam übernimmt den 4,5 Stunden langen Flug nach Tokio. ...256 neue Fluggäste gehen an Bord der 747 aus Manila. Viele Passagiere sind Japaner. Unter ihnen befindet sich der 24-jährige Haruki Ikegami. Er freut sich auf die Rückkehr nach Tokio nach seiner ersten Überseereise. Durch eine Überlastung des Flughafens verzögert sich der Start um 38 Minuten. Doch die Zeitschaltuhr der Bombe unter Sitz 26K tickt weiter. 11. Dezember 1994, 8.30 Uhr morgens. Alle Passagiere des Fluges 434 der Philippine Airlines sind jetzt an Bord für den Weiterflug nach Tokio. Keiner von ihnen ahnt, dass ein Terrorist 2 Stunden zuvor unter einem Sitz eine Bombe deponiert hat. Flugbegleiter Fernando Bayo betreut auf eine tödliche Explosion erschüttert ein Passagierflugzeug in 10.000 Meter Höhe. Eine Bombe ist an Bord explodiert. Bravo, Oscar Mike, bravo. Bei der Detonation wird ein Passagier getötet und das Flugzeug schwer beschädigt. Die Besatzung kämpft um das Leben von 293 Menschen. Nach dem Bombenattentat beginnt eine internationale Jagd auf die Täter. Inzwischen planen die Terroristen den nächsten Anschlag. Dezember 1994. Flug 434 der Philippine Airlines ist vor 2 Stunden gestartet und befindet sich auf der 2. Etappe eines Routinefluges von Manila nach Tokio. Und ein ahnungsloser Passagier sitzt auf einer tickenden Bombe. Die Explosion an Bord setzt das Steuerungssystem außer Gefecht. Wenn der Pilot die Kontrolle über die Maschine nicht zurückgewinnen kann, wird der Jumbojet in den Pazifik stürzen. Hier Flug 434 der Philippine Airlines. Eine Bombe ist an Bord explodiert. Bravo, Oscar, Mike, bravo. Die Bombe ist eine furchtbare Neuentwicklung eines technisch hochbegabten Terroristen. Da der Zeitzünder in einer Casio-Uhr versteckt war, konnte er nur schwer entdeckt werden. Das ist besorgniserregend. Doch es geht um mehr als um die Jagd nach dem Attentäter. Die Ermittlungen